Ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar um 16 Uhr. Sie sehen es hier auf diesem Chart. Wir haben derzeit täglich öffentliche Zoom-Meetings, Webinare wie diesen bis 3. Juli inklusive zu den unterschiedlichsten Themen. Hier sehen Sie die aktuelle Woche, unseren Plan für diese Woche zu unterschiedlichen Themen, zu unterschiedlichen Produkten, zum Businessmodell, aber auch zum Erfolgsmindset. Was braucht es, um wirklich Erfolg auch generieren zu können, kreieren zu können. Heute sind wir mittendrin im Produktvortrag. Mein Name ist Julia Bauer und ich freue mich, Sie hier auf die nächsten 30 Minuten maximal durchzuführen und Ihnen einen Einblick zu geben, in diesem Fall, warum wir den Premium Tea empfehlen. Premium Tea sagt Ihnen jetzt vielleicht nichts, wenn Sie Gast sind, wenn Sie das erste Mal hier zuschalten und davon vielleicht auch vorher noch nichts gehört haben. Und Sie werden jetzt vielleicht denken, ja, es ist ja auch nur ein Tee, was soll man da 30 Minuten lang erzählen? Seien Sie gespannt, aber deswegen möchte ich auch ein bisschen ausholen, damit wirklich auch verständlich wird, was dieser Tee kann und warum wir ihn auch so gerne weiterempfehlen. Deswegen ganz kurz mal zum Grundbestandteil dieses Tees. Moringa oleifera, wie es hier steht, wenn Sie das in Google eingeben, beispielsweise in Google im Suchfeld die nährstoffreichste Pflanze der Welt, bekommen Sie 20, 30 unterschiedlichste Artikel zu dem Baum Moringa oleifera. Das ist ein Baum, der ursprünglich aus dem Himalaya-Gebirge kommt. Und Moringa oleifera heißt übersetzt langes Leben. Und es ist die derzeit am meisten wissenschaftlich untersuchte Pflanze weltweit. Und Sie sehen hier jetzt drei unterschiedliche Buchcover, wenn Sie da auf Amazon eingeben oder auch auf Google. Es gibt unzählige verschiedene Bücher zu diesem Baum und hier ist auch tituliert der essbare Wunderbaum, die wichtigste Pflanze in der Menschheitsgeschichte und so weiter und so fort. Was dieser Wunderbaum kann, darauf gehen wir ein bisschen ein, jetzt in Folge und grundsätzlich, auch wenn wir jetzt heute über den Tee sprechen, so haben wir natürlich auch verschiedene Produkte, die auf diesem Moringa oleifera Baum basieren, die extrem vielfältig einsetzbar sind, auch ganz gezielt einsetzbar sind. Und am Ende komme ich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. Aber auch bitte notieren Sie sich alle Fragen, die jetzt hier im Laufe des Webinars aufkommen und gehen Sie anschließend auch zu der Person hin, die sie für heute eingeladen hat oder Ihnen auch die Aufzeichnung im Nachtrag zugeschickt hat, um alle Ihre Fragen auch wirklich beantwortet zu wissen. Ja, warum lernen wir jetzt nichts über diesen Baum, wenn der doch so Wunder wirkt und wirklich die am meisten untersuchte Pflanze weltweit ist? Wir lernen das weder in der Schule noch diejenigen, die sich eigentlich um unsere Gesundheit kümmern sollten, nämlich die Ärzte, die wissen auch nichts darüber, beziehungsweise sehr, sehr selten lernen wir einen Arzt kennen, der sich wirklich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Warum ist das so? Ja, Ärzte studieren Medizin und nicht Gesundheit. Und abgesehen davon, wenn wir jetzt auch die Pharmafirmen hernehmen, auf Pflanzen gibt es Gott sei Dank kein Patent. Deswegen ist es auch nicht in den Medien, wird das nicht verlautbart. Und auch die Pharmafirmen, die haben daran deswegen auch gar kein Interesse, das groß an die große Glocke zu hängen, geschweige denn davon, wenn es eine Pflanze gäbe, die doch einige Medikamente ersetzen könnte, ist es auch nicht im Sinne der Pharmaindustrie, weil da wird gewissermaßen ein anderes Spiel gespielt. Deswegen liegt es an uns, das weiter zu verbreiten und dementsprechend auch weiter zu empfehlen. Aber wenn wir uns die letzten 40, 50 Jahre anschauen, wie viele Produkte mit chemischen oder künstlichen Zusatzstoffen hergestellt wurden, wie viele Vitamine, Mineralstoffe sind da überhaupt noch drinnen? Wenn Sie in Ihren Kühlschrank schauen und dann auf die Verpackungsinhalte schauen, was ist denn da alles drinnen, was noch wirklich gesund und natürlich ist? Der Mensch ist ja an sich ein Naturprodukt. Und deswegen ist es auch das, was uns am meisten stärkt, die Natur. Und unser Körper ist einfach auch nicht dafür angelegt oder ausgelegt, Chemie zu verarbeiten, künstliche Zusatzstoffe zu verarbeiten. Und ja, deswegen, wie kommen wir jetzt auf Moringa? Und da spielt ein Mann in Amerika eine große Rolle, der
im Discovery Channel einen Beitrag zu diesem Baum, Moringa oleifera, gesehen hat und erkannt hat, was dieser Baum alles kann. Und er hat gesagt, er will diese Pflanze unbedingt unter die Menschen bringen. Er war eigentlich schon in Rente, hat gesagt, nein, dafür tritt er nochmal an, dafür gründet er das Unternehmen Seja, was auch übersetzt heißt, zurück ins Leben, um das wirklich unter die Leute zu bringen und wirklich weltweit den Leuten zur Verfügung zu stellen. Er hat sich aber nicht nur die Aufgabe gesetzt, das zu verbreiten, sondern auch die Latte sehr, sehr hoch gelegt, dementsprechend, dass er wirklich auch das beste und qualitativ hochwertigste Moringa-Produkt machen wollte. Und sowohl von Anbau bis hin zur Ernte sehr, sehr sorgfältig vorgeht, um hier auch keine chemischen Hilfsmittel verwenden zu müssen, einen nährstoffreichen Boden auch vorzufinden, dort, wo die Pflanze wächst. Auch die Blätter, die Samen, die Früchte, die alle in unseren Produkten verarbeitet sind, auch Schatten zu trocknen, obwohl es viel, viel schneller ginge, wenn die in der Sonne liegen würden. Allerdings wären da die Nährstoffe um einiges weniger, weil es einfach die Hitze sehr, sehr viel zerstört. Und auch die Ernte, wie es hier auch steht, wird auch per Hand gemacht. Das heißt, es gibt da keine unnötigen Füllstoffe, keine Hölzchen, die dazwischen lagern, sondern es ist wirklich rein das, was unser Körper optimal auch aufnehmen kann und auch verarbeiten kann, verstoffwechseln kann. Das ist in unseren Produkten drin. Und ich habe schon erwähnt, wir verwenden in unseren Produkten nicht nur das Blattpulver. Vielleicht haben Sie Moringa schon mal gehört oder in Reformhäusern auch gesehen, in den Regalen. Wenn Sie da mal genau schauen, was da so alles drinnen ist. Wenn Moringa drinnen ist, ist es doch meist nur das Blattpulver und oft noch andere Füllstoffe, um dementsprechend ein Produkt herstellen zu können. Aber wir haben hier die Früchte und die Samen. Und die Samen spielen heute in diesem Webinar eine besondere Rolle, weil sie haben antibakterielle Inhaltsstoffe, die auch Wasser reinigen können. Das heißt, es wird auch gerade in ärmeren Gebieten in Indien schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden verwendet, um verdrecktes Wasser zu reinigen. Und wenn wir das jetzt auf unseren Körper umlegen, der doch auch zu 75% aus Wasser besteht, was würde das für unseren gesamten Organismus, für unser gesamtes System bedeuten, wenn hier mal alle Schadstoffe, alle Giftstoffe rausgeschwemmt werden, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen? Und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Toxisch und Detox. Toxisch heißt giftig und Detox entgiften. Das ist die direkte Übersetzung. Und was es mit toxisch zu tun hat, darauf gehen wir jetzt ein. Warum entstehen denn Giftstoffe in unserem Körper? Einerseits durch Mangelernährung oder schlechte Ernährung. Wir haben vorher schon erwähnt, die letzten 40, 50 Jahre, was da alles in den Supermärkten gelandet ist an Chemiebomben, künstlichen Zusatzstoffen, Produkten, die eigentlich nur mehr nach außen hin nach etwas ausschauen, drinnen hin aber tot sind, keine Nährstoffe, Vitamine mehr enthalten. Also schlechte Ernährung, Mangelernährung ist, wie wir wissen, und das geht ja auch derzeit aktuell durch die aktuelle Situation auch sehr, sehr stark durch die Medien, ist ein großes Thema. Vor allem auch alle Nährstoffe, die in Säure umgewandelt werden, die schaden dem Körper. Das sind auch fast alle, bis auf grüne Speisen wie grünes Gemüse oder Kartoffeln, aber die lagern sich einfach dann auch als Gift und Schadstoffe im Blut ab und die können dann unter anderem auch Schäden im Gewebe verursachen oder wie viele Leute kennen Sie, die Hautveränderungen haben, Unreinheiten haben oder auch viel, viel schnellere Hautalterung haben. Also all das kann daraus resultieren, dass wir hier auch schlechte Umwelteinflüsse um uns haben, sehr viel Stress, wen kennen Sie da, der Stress hat oder doch auch immer wieder zum Alkohol greift oder auch Zigaretten raucht. Und warum kann das jetzt all das verursachen? Weil der menschliche Körper, und das haben wir vorher auch schon gesagt, und sein gesamtes Entgiftungssystem nicht dafür ausgelegt ist, dass wir so viele freie Radikale und auch Abbauprodukte zu uns nehmen. Und wir müssen einfach schauen, dass wir den Säure-Basenhaushalt
Wiederherstellung. Basische Produkte, die habe ich vorher schon erwähnt, sind hauptsächlich grüne Speisen und Kartoffeln. Die werden im Körper im basischen pH-Wert umgewandelt. Die können dabei unterstützen. Also wir brauchen jedenfalls eine effiziente Unterstützung bei all dieser Ernährung, die heutzutage auf uns einprasselt oder zu der wir oft auch zurückgreifen, brauchen wir wirklich eine effiziente Unterstützung. Und deswegen ist hier Detoxing angesagt. Das heißt wirklich mal entgiften, loswerden von diesen Giftstoffen und den Körper davon zu befreien. Weil, wenn unsere Entgiftungsorgane, und das sind die Leber, die Galle, die Nieren, aber auch die Haut, überfordert sind, dann ist der Körper auch viel anfälliger für Krankheiten. Wie viele Leute kennen Sie, die durchgehend schlapp sind, müde sind, sich nicht konzentrieren können, aber auch natürlich schlimmere Krankheiten, auch ein schlechteres Immunsystem haben und anfällig sind für Viren oder andere bakterielle Erkrankungen oder auch dann natürlich Autoimmunerkrankungen. Deswegen ist regelmäßiges Detoxing, regelmäßiges Entgiften so wichtig, weil es einfach den Stoffwechsel ankurbelt, das Immunsystem stärkt. Man fühlt sich auch insgesamt viel fitter, klarer, vitaler, weil alles mal rausgeschwemmt wird, was der Körper nicht braucht. Auch nämlich vom Kopf her. Wir entgiften ja hauptsächlich in der Nacht. Das heißt, wenn da mal überall aus den Zellen der Blödsinn, wenn ich so sagen darf, rausgeschwemmt wird, dann haben nämlich wirklich die guten Nährstoffe wiederum Platz, bis an die Zellen vorzudringen, unsere Produkte, die auch bioverfügbar sind, hier wirklich wieder anzudocken und dem Körper das zu geben, was er wirklich braucht. Und Detoxing ist selbstverständlich auch für diejenigen interessant, wenn es um Gewichtsreduktion geht. Schlussendlich ist es jedenfalls eine innere Reinigung, die den Körper auch wieder erholen lässt und wir dadurch auch viel mehr Energie wieder haben. Und ich habe auch erwähnt, die intensivste Entgiftung, das intensivste Detoxing vollzieht der Körper in der Nacht. Und dabei können wir ihn wirklich auch unterstützen, indem wir jetzt wieder zurück zu Moringa oleifera kommen und vor allem auch dessen Samen. Wir haben ja vorher schon gehört, das ist die nährstoffreichste Pflanze der Welt, Moringa oleifera, derzeit. Und die Samen haben dementsprechend eine sehr, sehr spezielle Bedeutung, weil das daraus gewonnene Pulver kann diese Schwebstoffe und die Bakterien im Wasser binden und dadurch werden die Giftstoffe dann auch aus dem Körper raustransportiert. Und dabei hilft eben dieser Premium-Tea, den wir hier in unserem Sortiment haben, enorm, damit auch hier wirklich auch wieder Platz gemacht wird für die wichtigen Nährstoffe. Und ja, das war so viel zur Theorie und jetzt freue ich mich, auch ein bisschen in die Praxis überzugehen, denn wir haben heute zwei Personen eingeladen, die gerne auch ihre Erfahrungen und auch die Erfahrungen teilweise von Kunden teilen, die sie bereits mit dem Tee gemacht haben. Ich darf zuerst begrüßen Leo Vlasati. Herzlich willkommen. Danke, dass du dabei bist. Ich weiß, du hast sehr, sehr spannende und interessante und vor allem gute Erfahrungen mit dem Tee bereits gemacht. Möchtest du uns da kurz einen Einblick geben? Ja, mal hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. Danke, Jule, für diese tolle Präsentation und deine umfangreichen Kenntnisse über Moringa oleifera. Das hat sehr viel Wert für alle, die jetzt hier sind. Danke dir. Meine Erfahrung zum Tee, ich habe ihn zu Beginn genommen, wie ich mich entschieden habe, abzunehmen. Und da war der Tee ein wichtiger Bestandteil dazu. Und meine erste Erfahrung mit dem Tee war eigentlich, die starke Wirkung habe ich unterschätzt. Ich kannte vorher keinen Tee, der so eine starke Wirkung hat. Das Erste, was mir sozusagen mit dem Tee einfällt, ist, es hat eine starke Müdigkeit ausgelöst. So nach einer halben Stunde war ich extrem müde. Ich habe am Abend genommen, ich habe es gerade ins Bett geschafft. Also nach dem Motto, man kippt vor dem Bett schon um, bevor man drin ist. Das war meine
mein erstes Aha-Erlebnis. Und dann eben die, ja, also die Entleerung des Darms war auch sehr massiv spürbar. Manche, eben mittlerweile Kunden auch, berichten, dass sie das die ganze Nacht haben. Es ist bei jedem sehr unterschiedlich, diese Wirkung. Und ich empfehle auch, den Tee am Abend zu nehmen und am Vormittag halt in der Nähe von einem WC zu sein auch. Das wäre nicht schlecht, weil man das hier nicht unbedingt steuern kann, ja, wann diese Entleerung stattfindet von diesen Schadstoffen im Darm. Und da ist jeder hat unterschiedlich, da ja jeder unterschiedliche Darmflora hat oder Mikrobiom, wird auch die Wirkung des Tees sehr unterschiedlich sein. Ich habe auch mittlerweile Kunden, die spüren gar nichts. Ja, die dürfen ein sehr gutes Mikrobiom haben im Darm. Aber bei den meisten ist es so, dass es sehr stark entleert. Und das ist wichtig für eine weitere Nahrungsaufnahme. Ich nehme dann zusätzlich noch am nächsten Tag das Triotik auch noch zusätzlich, um den Darm wieder mit guten Bakterien zu besiedeln. Also es ist eine sehr gute Kombination und hat sich auch bewährt. Ich habe mittlerweile einen Kunden, der hatte starken Mundgeruch. Also das ist in die Richtung auch gegangen, dass der Partner schon damit Probleme hatte. Und wir haben es geschafft, innerhalb von 2 Tagen den Mundgeruch komplett zu eliminieren. Nur mit dem Tee, mit dem Triotik. Und meine Erfahrung mit dem Tee ist, wenn man den länger nimmt, also nicht öfters wie 2-3 Mal in der Woche, am Anfang sogar nur 1-2 Mal nehmen, am Abend vorwiegend. Und dann nach ein paar Wochen kann man eigentlich trinken, wann man will, weil der Darm dann in die Richtung schon sehr gut gereinigt ist und eigentlich die Schadstoffe alle draußen sind. Und im Sommer, so wie jetzt kommt, hoffentlich sehr warm und angenehm, kann man den Tee auch als Eistee genießen. Das sind meine positiven Erfahrungen einmal zum Tee. Danke, Julia. Danke, Leo. Ja, also es hat ja am Anfang sehr dramatisch geklungen, wie du das geschildert hast. Und es ist natürlich, es ist ja spannend, wie der Körper reagiert. Aber wenn Sie sich vorstellen, das bleibt alles drinnen in unserem Körper, es hat keine Möglichkeit, kein Ventil, das es unterstützt, wirklich das alles mal rauszuschwemmen, was der Körper nicht braucht. Wie sich das auf unser gesamtes System, auf unser Immunsystem, auf unsere gesamte Konstitution auswirkt, ich möchte mir das persönlich nicht vorstellen. Und Leo, du hast es auch angesprochen, es ist natürlich ratsam, auch diesen Tee, und das wird auch empfohlen, am Abend zu nehmen, vor dem Schlafengehen. Einerseits beruhigt er und auf der anderen Seite, dadurch, dass tatsächlich über Nacht entgiftet wird, fördert das einfach nochmal diese Entgiftungsprozesse über Nacht. Und man kann sich eigentlich nur freuen, wenn der Körper so reagiert. Bei manchen, Leo hat es gesagt, es ist weniger intensiv auch zu Beginn und bei manchen ist es doch intensiver. Aber seien Sie froh, dass das alles rauskommt. Und ja, da kann ich nur sagen, nehmen Sie sich mal den Tee, um hier wirklich mal das rauszuschwemmen, was Sie überhaupt nicht im Körper brauchen, was Ihr gesamtes System überhaupt nicht im Körper braucht. Im Gegenteil, nur behindert, um wirklich optimal zu funktionieren. Und Leo, du hast das Triotik angesprochen. Wir haben bereits ein Webinar gehabt zu diesem Produkt, auch zum Supermix. Diese Kombination auch dieser beiden Produkte dann am Morgen danach zu sich zu nehmen und das sowieso auch täglich, bietet dem Körper wieder, nachdem er alles rausgeschwemmt hat, was er nicht braucht, wieder die optimalen Nährstoffe und Spurenelemente, die er braucht. Und da ist dann auch wiederum Platz bis zu den Zellen hin, dass sie da andocken können und dem Körper eben dementsprechend viel mehr Energie und auch die Vitalstoffe zu geben, die er braucht. Danke, Leo. Wir kommen zur nächsten Dame, die ich herzlich eingeladen habe und jetzt herzlich willkommen heiße. Heidemarie Wolf, hallo, bist du schon da? Ja, ich bin da. Ich möchte ein bisschen anonym bleiben heute. Kannst du. Ja, deinen Namen habe ich jetzt schon genannt, aber das ist okay. Ja, hallo Julia, hallo an alle. Ihr habt mir ja schon viel vorweggenommen. Ich möchte eine Lanze brechen für Tee, nicht nur, dass er für mich eigentlich mein Lieblingsprodukt ist, weil er so entgiftet und schlackt und auch entsäuert. Und ich bin seit fast 40 Jahren Atemlehrerin und Energetikerin und arbeite mit Klienten und
sogar die Schulmedizin sagt, es ist nicht klar, ist zuerst der Körper übersäuert und dann der Patient depressiv oder negativ eingestellt? Was ist zuerst die Henne oder das Ei? Ist zuerst die Übersäuerung da oder da die Depression? Und meine Hauptarbeit ist eben mit psychisch Kranken auch zu arbeiten. Und das Um und Auf ist die Darmgesundheit. Wir fangen immer mit der Darmsanierung, mit der Darmgesundheit an. Es gibt auch ein tolles Buch, Übersäuerung, krank ohne Grund. Es ist mittlerweile schon erwiesen, dass die Ursache vieler Krankheiten oder der Hauptteil der Krankheitsursachen die Übersäuerung ist. Und wir sind alle übersäuert. Auch wenn wir uns gesund ernähren, wir haben Stress, wir haben oft Sorgen in der Familie, im Beruf und jede Belastung löst eine Übersäuerung in unserem Körper aus. Und mit der Darmsanierung können wir mal einen guten Grundstein legen. Und die Darmgesundheit ist nicht nur das Um und Auf für körperliche Krankheiten, sondern auch für psychische Erkrankungen. Und der Tee wirkt da wirklich Wunder. Er saniert nicht nur den Körper, sondern wir fühlen uns auf der körperlichen Ebene mit der Entgiftung, Entschlackung vom Tee leichter, beweglicher, sondern auch unsere Gedanken sind leichter und nicht mehr so träge. Wenn unser Darm träge ist, dann sind auch unsere Gedanken träge. Und ich habe das gemerkt bei meinen Klienten, wenn wir den Darm sanieren, auf einmal sind sie motivierter, sind besser drauf, haben nicht mehr so schwere Gedanken, schwermütige Gedanken. Und für mich ist eigentlich der Tee ein Muss. Und noch ganz kurz, mein Vater wird in 3 Wochen 91 und seit ich ihn kenne, sagt er immer, Darm gesund, Mensch gesund. Er liebt den Tee, wenn er das Gefühl hat, sein Stoffwechsel funktioniert nicht so, wie er das gerne hätte, dann trinkt er den Tee und er fühlt sich wieder besser und leichter und er ist geistig voll fit. Und das einzige Manko hat er, dass er so einmal im Monat will er so sein Schweinefleisch essen und dann bekommt er Gicht im großen Tee. Und jetzt ist er draufgekommen, wenn er schon 2 Tage vorher den Tee trinkt, dann darf er auch mal ein bisschen sündigen und über die Stränge schlagen und das Schweinefleisch essen und das macht ihm nichts mehr. Ist jetzt keine Entschuldigung, wir essen, was wir wollen und trinken dann den Tee und dann passt es wieder, sondern einfach der Beweis, dass Übersäuerung wirklich den Körper schädigt. Wow, danke dir vielmals, Heidemarie, für diese Einblicke. Und ja, meine Frage jetzt an Sie, wen kennen Sie, der tatsächlich depressive Stimmungsschwankungen hat oder sonstige Äußerungen auch vom Energielevel, Konzentrationslevel, Leistungslevel hat? Probieren Sie es aus mit dem Tee. Und Sie haben es von Heidemarie gehört, in wie vielfältiger Art und Weise dieser Tee auch wirklich helfen kann, auch von der Psyche wieder frisch und vital durchs Leben gehen zu können. Was wäre das wert? Könnten wir so vielen Menschen wie möglich helfen, dies wieder zu erlangen, gerade in so einer Zeit, wie wir sie derzeit haben, in einer sehr stressigen, auch teilweise und bei vielen Menschen existenzbedrohenden Situation, was das Finanzielle auch betrifft oder überhaupt die Lebenssituation, da wirklich mal wieder in eine ganz andere Richtung zu gehen und das Gute rauszuholen, was unser Körper ja alles fähig ist zu machen und zu tun. Und wir haben es jetzt ja schon angesprochen, es gibt natürlich auch noch viel mehr Produkte, die wir anzubieten haben. Eines davon war heute der Tee, den wir ein bisschen genauer unter die Lupe genommen haben. Aber unsere Empfehlung ist ganz klar, holen Sie sich all diese wichtigen Nährstoffe mit nach Hause. Das Triotic hat Leo vorher schon angesprochen. Sie sehen hier auch auf dem Bild den Supermix. Und all diese unterschiedlichsten Produkte, alle auf Moringa-Basis und zusätzlich auch noch zum zweiten Superfood, das sind diese schwarzen Flaschen, die Sie auf diesem Foto da sehen, Mangostan, das zweite Superfood. Also all das, was der Körper wirklich braucht und vor allem auch optimal verstoffwechseln kann. Heidemarie hat es auch erwähnt, auch wieder einen basischen Darm zu kreieren, der dann eben nicht Stimmungsschwankungen oder anderen Krankheiten dann auch auslöst, wenn das in Säuremilieu ist und das überhand nimmt. Geben Sie sich und Ihrer Familie die Nährstoffe, die Sie brauchen und beobachten Sie selbst, wie sich alles nochmal ganz anderes zu einem Besseren
wendet. Und das ist meine Einladung an Sie. Gehen Sie auch jetzt einfach zu der Person hin, rufen Sie die Person an, die Sie für heute Abend eingeladen hat oder Nachmittag oder Ihnen die Aufzeichnung geschickt hat. Lassen Sie sich alle Infos geben und entscheiden Sie sich einfach für Ihre Gesundheit, weil wir haben nur eine und dann macht das Leben auch viel mehr Spaß. Und jetzt einfach nochmal der Hinweis, Sie sehen nochmal die Woche eingeblendet, was hier alles zur Verfügung steht. Wenn Sie Leute kennen, die das auch interessieren könnte, laden Sie sie ein. Laden Sie sie ein, mitzumachen, laden Sie sie ein, das auch weiterzuempfehlen, weiterzugeben. Ich denke, es ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung, wenn wir schon wissen, dass wir hier tolle Produkte haben, die wirklich viel können, das auch weiterzuerzählen und nicht für uns zu behalten. Somit wünsche ich einen wunderschönen Nachmittag und freue mich, wenn Sie morgen wieder zuschalten. Der Link ist an sich immer der gleiche. Morgen wieder 16 Uhr zum Thema Erfolgsmindset und Kommunikation. Einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.